Wir sind in Bayern auch mit diesen Serien aufgewachsen aus Österreich, muss man dazu sagen. Ja, also echter Wiener geht nicht unter solche Geschichten. Wir hatten eher so, also, amerikanische Sendungen und so. Gab es denn österreichische Serien? Richtig geile. Welche? Also ein echter Wiener geht. Kottan, Kottan ermittelt. Kennst du, oder? Kottan. Na, der Kottan! Kommissar gibt's keinen! Was ist los? Lassie, Fury! Es ist ja eine Kulturlücke. Nessie und Flipper. So. Und es gab den Habakuk zum Beispiel. Es war bis heute noch Wahnsinn. Es ist ein depressiver Clown gewesen, ein Österreicher, der immer so aussah, wie nach der Sendung, bringe mich um. Und da waren immer so Drogentiere um ihn rum. Da gab es so einen kiffenden Hund. Und dann, ja. Also der hat nicht gekifft, aber da war immer so. Und dann gab's so einen Affen. Wenn das jetzt die Geschichte wäre. Und der Affe war immer so. Ja, aber immer voll auf Ecstasy. Deswegen habe ich immer geglaubt, die nehmen Drogen. Kennt das irgendjemand? Keiner kennt diese Sendung. Bist du dir sicher, dass es die gab? Nein, wirklich, weil die Ösis sind die einzigen und dafür großer Respekt, die einen depressiven Clown auf die Kinder loslassen. Ja, aber das ist ja ganz schrecklich. Hast du denn als Kind immer wirklich schon so viel Fernsehen geguckt und hat Mama nicht immer dazwischen gebrüllt? Ja, ich habe viel Fernsehen geschaut, aber da war ich in der Welt. Ich glaube, ich hätte das gar nicht wahrgenommen. Wir hatten gar kein Fernsehen, weil wir hatten ja nichts. Ihr hattet ja nichts, ihr wart ja in Köln. Deswegen höre ich ja, ihr hattet wahrscheinlich da schon viel mehr. Wir mussten samstags zu den Nachbarn rüber, um da Daktari, glaube ich. Das haben wir geguckt, das fand samstags ich gut. 18 Uhr, ja. Kam das irgendwie. Und da durften wir das gucken und dann war aber auch wieder vorbei. Jetzt Zentralfriedhof, ich finde es ganz schön. Das ist natürlich, es geht natürlich um was in dem Song, ums Auskochen des Knochenmarks. Dass da quasi Party auf dem Friedhof ist, ne? Das ist zum Beispiel, das ist echt Wien. Das ist einfach, da geht es um Tod, Verderben, Verwesung. Das ist... Mahlzeit! Kann man es genau lesen? Ja, Mahlzeit. Jungs, haltet euch die Ohren zu! Ja, komm. Wo sind wir denn, du? Ich würde mich mal hier so raufsetzen. So, schon. Weißt du was? Ich habe zu Hause, ne? Ich habe, was total dekadent ist, einen Flügel, den ich überhaupt nicht spielen kann. Ich kann dödeln, aber nicht spielen. Und dann war ich gar nicht zu Hause. Und dann kam mein Nachbar und sagte, hast wieder gestern Flügel gespielt? Und habe ich gesagt, nein, ich war gar nicht zu Hause. Und dann war es aber meine Putzfrau. Und weißt du, was der gehört hat? So gut spiele ich Klavier. Ja, so. Da muss man dazu stehen. Da muss man dazu stehen. Weil sie die Tasten geputzt hat, dass das mein Spielen ist. Du hättest nur sagen müssen, das war Fritsches. Ja, habe ich dann. Beeindruckt wahrscheinlich. Ja, ich konnte doch nicht sagen, ach so, meine Putzfrau hat die Tasten geputzt. Nein, das ging natürlich nicht. Ich sagte, ja, wir haben was ausprobiert. So, Musik. Es wird mein neues Single. Ja. Genau. So, also. Lebe der Zentralfriedhof und alle seine Toten. Der Eintritt ist für Lebende, hat ausnahmslos verboten. Wer der Tod eine Festheit gibt, die ganze lange Nacht und von die Gäste kein einziger Eintrittskarten braucht. Es lebe der Zentralfriedhof, die Szene wird makaber. Die Pfarrer tanzen mit den Huren und die Juden mit Araber. Heute sind sie alle lustig, heute sind sie alle gut drauf. Im Mausoleum spielt der Peti, hat einen Wahnsinnshammer drauf. Am Zentralfriedhof ist Stimmung, wir sind Lebtag noch nicht wahr. Weil alle Toten feiern heute, das sind die ersten 100 Jahre. Es lebe der Zentralfriedhof, auf einmal macht's einen Schnäuzer. Der Moser singt's ferkeliert und die Schrammen spielen ein Walzer. Auf einmal ist die Musik still und alle Augen glänzen. Weil da drüben, da steht der Knochenmann am Weg mit seiner Sensen. Am Zentralfriedhof ist Stimmung, es erlebt doch noch nicht vor. Weil alle Toten feiern heute seine ersten 100 Jahre.